Die Aufgabe ist einfach. Du musst Schmalzworld entkommen und nach Hause finden. Du rettest das Multiversum und gewinnst die Dankbarkeit des Spaghetti-Volkes aus einer anderen Dimension. Nehme ich an. Verwirrend. Hallo Leute, was ist mit... Wollt ihr etwa echt gerade ein echtes Brettspiel spielen? Echt jetzt? Was ist so ungewöhnlich daran? Milo hat noch nie ein Brettspiel beendet. Bis jetzt. Na los, Neil vom Comicladen. Wollt ihr mitspielen? Ja, ich bin der Schmalzbock. Ich das Schmalzlamm. Ich der Schmalzbewahrer des guten Geschmacks? Was soll das denn? Wirklich? Aber du hast kein Problem mit Spaghetti-Völkern aus einer anderen Dimension? Ich werde ein Schmalzi-Boy. Ich bin die Bank, ich bin die Bank. Ich kontrolliere alles. Der freie Wille ist nur Propaganda der Bourgeoisie. Ach, seht mal, die OG will mitspielen. Dürfen denn Hunde Schmalzwald spielen? Mal sehen. Verbotene Tiere sind Hamster, Affen, Waschbären, Faultiere, Otter, Schweine und Zebras. Ja, Hunde sind okay. Du bist dabei, die OG. 4, 5, 6. Ich stecke in einem Schmalzsumpf. Fühlt sich an, als enttäuschte ich das Spaghetti-Volk aus der anderen Dimension. Aber ich kann damit leben. Ha, das wird ein tolles Spiel, Leute. Bridget, ich habe endlich den Grill angezündet. Oh, Schmalzi-Boy. Wieso hat eine Spielfigur ein Skelett? Ich wusste, dass diese Großpackung Backpulver mal nützlich sein wird. Hey, seh doch mal. Nur der Anfang des Spiels ist verbrannt. Weiß jemand noch, wo wir waren? Ich weiß es noch. Ich habe ein semi-fotografisches Gedächtnis. Ist aber nur hilfreich bei Brettspielen und der Erinnerung daran, wo man geparkt hat. Das ist so süß. Tja, ich park neben dem Baum. Ich schlage vor Pizza. Anruf bei Veronica. Ich glaube, ich stand auf diesem Brandfleck, genau hier. Oh, wow. Ihr wollt versuchen, ein Brettspiel zu Ende zu bringen? Wirklich? Ich denke, es wird Zeit. Das würde ich auch sagen, mein Herz. Wisst ihr was, Kinder? Ich bewundere eure Courage. Courage? Mein Herz. Touché. Mal abgesehen von der Explosion, wie läuft's mit dem Grill? Kommt ganz drauf an, wie du deine Tofu-Würstchen magst. Bei Tofu steige ich aus. Ja, ich auch. Später am am Nachmittag. Ein Zapasch. 1, 2. Krähe wie ein Schmalzhahn. Tja, also Krähen. Tja, ihr wisst nicht alles über mich. Wir können es schaffen. Wir beenden das Spiel. Wir brauchen euren Tisch. Hey, wartet! Und noch ein Job gut gemacht. Ist das ein schwarzes Loch? Aber nicht doch. Das nennt man Endzeitwirbel. Ist komplett anders. Ja, wir haben ihn verschlossen. Wieso braucht ihr unseren Tisch dafür? Weil Cavendish gesagt hat, wir brauchen ein 1,20x1,80 Objekt, vorzugsweise flach, tischähnlich. Und das war der erste Tisch, der mir einfiel. Fühlt sich natürlich ein bisschen lächerlich an, da wir an mindestens 4 Möbelläden vorbeigekommen sind. Wir spielen gerade Schmalzworld. Wir können das als Tisch benutzen. Wollt ihr mitspielen? Oh, sicher, aber... Er schummelt immer. Wenn du einen Pasch würfelst, bist du noch mal dran. Wieder. Hier sind die Spielsteine. Ein alter Kaugummi. Ist das ein Spielstein? Jetzt schon.